Atlantic Fluid Arts. Thank you.
Fertige Bild aus. Hier wurden ganz viele Techniken verwendet. Soll ich aufzählen? Ich zähle das gerne auf. Also, erstens war das atlantisches Wasser, das heißt Ozeanwasser, Salzwasser, wurde als Verdünner verwendet. Dann war im Salzwasser, habe ich vermischt, Silikonöl. Das hat ja so gewisse zellenartige Abbildungen ergeben. Kann man ja so ganz klein bisschen sehen. Dann habe ich ganze Menge Sand drauf geschüttet. Und hier sieht man diese Sandelemente. Das hat gewisse Struktur ergeben, als hätte man Strukturpaste verwendet. Und dann natürlich so ein Faktor. Die Sonne hat die ganze Zeit drauf geschieden und wenn die Farben, flüssige Farben, ganz schnell trocken werden, das ist auch ein ganz besonderer Effekt, als wenn es ganz langsam trocknet. Also, war sehr interessante Erfahrung, am Ozean zu malen und ich bin sehr stolz auf das Bild. Das Bild hat noch keinen Namen. Aber diese Malart hat einen Namen. Das heißt nämlich Atlantic Fluid Sand Art. Klingt das nicht schön?